Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Venture Capitalist. Ihr seht, ich bin gerade wieder zurück, habe noch mal eine Stunde Pause gemacht und der Grund, warum ich heute mal wieder ein Video hiervon mache, ist, heute ist schon ein neues Event gestartet, was ich mir schon kurz angeschaut habe und das ich dann mit euch noch ein bisschen vertiefen möchte. Zunächst mal wieder zum aktuellen Stand. Also inzwischen ist letztlich alles vergoldet, auch wenn es jetzt inzwischen Silber aussieht. Es gibt hier inzwischen wenig zu tun und mein Ziel für das Event ist, noch mindestens einen weiteren Megabug zu bekommen, damit ich nämlich hier den Booster auf 777 hochfahren kann, damit ich auch auf der Erde irgendwo weiterkomme, um die restlichen fast 100 Unlocks noch irgendwie voranzubringen. Inzwischen auf Mars und Mond, das ist inzwischen so, dass ich hier einfach bloß einmal täglich vorbeischaue, dann hier so die 10er-Pakete kaufe und letztlich hier nichts mehr zu tun gibt. Es lohnt sich auch nicht, hier weitere Booster zu investieren, weil letztlich alle Unlocks ausgespielt sind und ab und zu dann nochmal ein kleiner Reset, um letztlich die Investoren wieder abzuholen und aktiv zu bekommen. Das gleiche beim Mond, da hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber inzwischen bin ich hier auch mit allen Unlocks durch, das heißt, alles ist sozusagen freigespielt und auch hier die Geschichte einfach dann noch ein bisschen immer die Investitionen so ein bisschen zu erweitern und bei Bedarf, also ja, hier ist es bald soweit, dass ich die Angels wieder verdoppeln kann und dann werde ich hier auch wieder ein Reset machen. Aber für heute geht es um das neue Event, das heute gestartet ist, und zwar Retro Gamer, soweit ich das weiß. Also Insert Coin to Continue ist es. Also es geht eigentlich darum, so ein Retro Game zu machen und man erspielt hier halt ein paar sozusagen virtuelle Dollars aus diesem Game. Und hier gibt es auch wieder einen extra Button, den Button Masher, womit ich zumindest standardmäßig eines von diesen Investments beschleunigen kann. Und zwar indem ich hier draufklicke und letztlich kann ich damit aber nur so eine Sekunde, also sozusagen die Zeit nur halbieren. Das heißt, egal wie schnell ich da, auch wenn ich da so einen Autoklicker drauf habe, ist es letztlich nicht mehr, als dass die Zeit halbiert wird. Die Unlocks sind anscheinend wieder recht linear. Also die erste Stufe waren 5er, dann die 10er, jetzt 20er und 25er. Und die Multiplikatoren, ihr seht, für die 10er, 7, 8, 9, 10. Also das ist auch wieder recht linear aufgebaut. Und nur hier die großen Investments, die haben sozusagen, die haben anscheinend die 6er-Gruppen. Und das erste, die erste Errungenschaft habe ich schon, also den ersten Batch in dem Fall, habe ich schon bekommen. Das war, als ich hier 10 Bomben gekauft habe. Und ja, ich werde jetzt nicht weiter nachgucken, weil außer den 4 Batches, die ich wahrscheinlich wieder bekommen kann, wird es eben Gold und Megabucks geben, weswegen ich ja davon ausgehe, dass ich hier dann meine 30 Megabucks soweit voll habe. Angels sind noch keine, aber die Manager habe ich schon alle gekauft. Es läuft alles also schon automatisch durch. Und Investoren sind noch keine da, das heißt, ich hoffe, ich komme jetzt relativ bald so weit, dass ich die ersten Investoren ansammeln und ja, mal gucken, was jetzt hier so das Maximum ist. Also hier kann ich auf jeden Fall bis 5. Kann ich gleich mal gucken, ob sich das lohnt. Danach geht es auf 40. Das heißt, ich bräuchte mindestens 20. Also an der Stelle erstmal nur die nächsten 5 freischalten, damit sich das dort... jetzt dann endlich der erste Geschwindigkeitsbonus, weil bisher war es nur Profitmultiplikatoren. Und bei 27,9 Billionen kommt dann hier auch der nächste Profitmultiplikator. Angels dann bei 250 Millionen, also das wird eine ganze Weile dauern. Und das sind dann die Angel Effectiveness, was dann verbessert wird. Also geht es jetzt erstmal darum, hier jetzt dann auf die nächsten... Gut, hier wäre es jetzt 11, das heißt, ich bin ganz knapp daran, dann auch die 12 überall freizuschalten, womit natürlich nochmal ein erheblicher Bonus dazu kommt. Aber dann werde ich jetzt hier erstmal das auf 25 bringen, einfach damit die Investments soweit sozusagen maximal an der Profitrate laufen, die für die sinnvoll ist.
So, hier kann ich auch auf 20 gehen, da lohnt sich 20 noch nicht. Dann mache ich hier nur erstmal auf 10. Und jetzt geht es dann darum, letztlich alles mindestens auf 12 zu bringen, was jetzt hier kein großes Problem wäre. Und damit erhalte ich natürlich auch nochmal einen großen Bonus. Jetzt ist die Frage, also hier habe ich jetzt 2,6 Millionen. Also im Moment ist dann auch das Sinnvollste, wahrscheinlich den da zu beschleunigen. Das heißt, das lasse ich jetzt dann mal laufen, damit ich auf die 425 Millionen komme, um den Elfer für das Letzte zu kaufen. So, die 425 sind jetzt erreicht und 1,9 Billionen dauert es jetzt. Da werde ich jetzt gleich mal einen kleinen Zeitsprung machen, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis das natürlich dann aufgeladen ist. So, inzwischen sind die 1,9 Billionen erreicht und ich mache das nächste Upgrade. Deswegen, also der 50er bezieht sich natürlich nicht auf alle, sondern nur auf einen, und zwar jetzt das zweite Investment, die Silver Blades, weswegen hier auch dieser große Unterschied ist zwischen 2,6 Millionen und 350.000. Und so, jetzt bin ich bei dem zweiten hier bei 17 Millionen. Und mal schauen, wie schnell jetzt die nächsten Investments dann erreichbar sind, weil sie 20,9 Billionen sind damit jetzt auch kein Pappenstiel. Das dauert eine ganze Weile, bis die erreicht werden. Also so wie es aussieht, wird das Ganze doch etwas länger dauern. Also es ist wahrscheinlich doch wieder ganz gut so austariert, dass man die 7 Tage, die das Event insgesamt läuft, dann doch wieder braucht. Wenn man nicht ein bisschen die Uhrzeit immer wieder vorstellt, um letztlich schneller Profite einzusammeln und damit dann die Boni abzugreifen. Also Angels sind jetzt noch längst nicht in Sicht. Das wird wohl auch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Nächste ist dann eben hier der 25er, beziehungsweise hier dann der 20er, den aufzulösen. Mal gucken, wahrscheinlich ist ja bei 18 wäre es noch sinnvoll. Aber bis der hier bei 18 ankommt, das wird auch ziemlich lange dauern, weil der hatte sich jetzt vorhin gegenüber dem nochmal vervierfacht, weil es waren 1,9 Billionen, jetzt sind es 8,6 Billionen. Das heißt, da wird auch das Update hier sicherlich als nächstes funktionieren. Das heißt, alles nochmal mit 13,37 multipliziert werden. Das werden so wahrscheinlich die nächsten Upgrades werden. Das heißt, 25, 20 und dann sicherlich schon hier die Profite, den Multiplikator zu kaufen. Weil genau, hier sind schon Trillionen, also bis 30 zumindest werden hier im Trillionenbereich. Hier sind es auch 470 Billionen, was jetzt bis zu dem 20er ein bisschen weniger wahrscheinlich kosten wird. Ja, der 25 ist nur ein 2er-Multiplikator, während der 20er natürlich noch mit einem 10er-Multiplikator aufwartet. Da lohnt sich der hier auf jeden Fall deutlich mehr. Und okay, jetzt weiß ich auch, also 2,7 Billionen sind es dann noch, um den 20er zu aktivieren, also beziehungsweise jetzt noch 0,7. Ja, im Moment sieht es eher so aus, als wären auf jeden Fall die jeweiligen Investments, also bei 18 würde dann das hier das lohnendste Investment werden, was sich dann schnell mit dem Multiplikator hochbringen lässt. Und ansonsten wird es nach und nach, okay, jetzt kann ich hier die 9 Millionen rausholen. Allerdings, da die 9 Millionen deutlich länger brauchen als die 17 Millionen, ist es natürlich lohnender, die 17 Millionen zu beschleunigen. Es lässt sich dann doch gar nicht so viel an der Stelle gestalten, außer dass man eben ein bisschen die Millionen dort beschleunigen kann. Ich werde euch jetzt hier nicht die ganze Zeit mitnehmen, weil es dauert doch ziemlich lange, bis die nächsten Stufen erreicht werden. Das heißt, ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Event, dass ihr wieder ein bisschen Gold, ein paar Megabucks abstauben könnt und natürlich auch die 4 Badges wieder als Erweiterung für das Spiel. Inzwischen ist ja so fast jeden Monat eines dieser Events gewesen, die zumindest immer mal wieder noch das Interesse an dem Spiel wach halten. Und weil bisher, wie gesagt, die Planeten der Planet Mars und der Mond selber sind ja inzwischen schon vollständig abgeschlossen. Und ich bin mal gespannt, ob der nächste Mega-Boost für die Erde dann auch dort die Möglichkeit gibt, es zu beschleunigen, dass das dann auch, auch dort abgeschlossen wird. Und dann letztlich nur noch ab und zu bei den Events reinzuschauen. Ich bin mal gespannt, was dann die weitere Langzeitmotivation ist, hier vorbeizuschauen und was die Entwickler sich noch so einfallen lassen. Also, bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss.